Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zu einem Vergleichsvideo zwischen dem Spiel Warno und dem Spiel Regiments. Beide Spiele sind in einem fiktiven Setting des Kalten Krieges Ende der 1980er Jahre angesiedelt. Dabei wird der Kalte Krieg zu einem heißen Krieg und NATO- und Warschauer Paktstreitkräfte treten gegeneinander an. Bevor wir aber weiter in die Tiefe gehen, muss noch eine Sache klargestellt werden bei diesem Vergleich. Regiments erscheint am 16.08. und kommt als fertiges Spiel heraus, ohne Early Access oder sonstiges. Warno hingegen ist seit Anfang 2022 im Early Access und hat noch lange nicht alle Features. Eine Kampagne, wie zum Beispiel bei Steel Division 2, fehlt und auch das Feature zu den Operations oder Operationen ist noch nicht verfügbar. Auch fehlt aktuell ein Tutorial in Warno, was wir in Regiments haben. Man kann also aktuell nur Einzelschlachten gegen die KI spielen oder sich im herausfordernden Multiplayer versuchen. Hier liegt auch, wie bei anderen Spielen von Eugene Systems, der Fokus. Ranked, Turniere oder einfach schnell gespielte Multiplayer-Partien sind auch in anderen Eugene Systems Titeln das Kernfeature. Regiments im Gegensatz fokussiert sich ausschließlich auf eine Singleplayer-Erfahrung. Hier liegt also schon mal ein großer Unterschied der beiden Spiele. Und wie angemerkt, gibt es zu beachten, dass Warno aktuell noch unfertig ist. Kommen wir zu den Einheiten. Ein Blick auf die Einheiten zeigt viele Parallelen, natürlich dem gleichen zeitlichen Setting der Spiele geschuldet. Dabei deckt Regiments zum aktuellen Zeitpunkt sowjetische und DDR-Streitkräfte aus dem Warschauer Pakt ab. Auf der NATO-Seite finden wir die Bundesrepublik, die USA, Großbritannien und Belgien. Dabei wird auf Steam hingewiesen, dass noch mehr Länder kommen sollen. Warno deckt zum aktuellen Zeitpunkt, also ungefähr Mitte August, folgende Länder ab. Auf der Warschauer Paktseite finden wir wie bei Regiments sowjetische und DDR-Streitkräfte. Die NATO-Seite ist auch breit aufgestellt. Die USA, die Bundesrepublik, Frankreich, Belgien, aktuell ein paar Flugzeuge von Großbritannien, wobei für UK bereits mehr Einheiten angekündigt sind. Bleiben wir gleich dabei und schauen uns die Gliederung der Einheiten an in beiden Spielen. Warno gruppiert nach realen Divisionen und stellt innerhalb dieser Division Einheitenpools bereit, womit man sein Divisionsdeck zusammenstellen kann. Regiments bietet dahingegen keine ganz so große Freiheit. Zwar wird auch hier nach Divisionen, Brigaden oder Regimentern unterteilt und somit auch klare Unterschiede im Gameplay und Ausstattung definiert, man hat bei Regiments aber nicht die Freiheit, diese Truppenteile individuell auf Basis eines Einheitenpools zusammenzustellen. Je nach Spielmodus kann man wählen, mit welchen Einheiten man in den Kampf zieht und bekommt die Möglichkeit, diese mit sogenannten Taskforces zu erweitern. In Warno haben wir aktuell 6 Divisionen auf NATO und 6 Divisionen auf der Warschauer Paktseite, wobei hier noch mehr hinzukommen werden im Laufe des Early Access. Regiments bietet zum Release 13 NATO-Verbände und 8 Verbände des Warschauer Paktes an. Gehen wir aber nochmal einen Schritt zurück und werfen wir einen Blick auf die grundlegende Spielmechanik und die Grafik in beiden Spielen. Beide Spiele verfolgen einen realistischen RTS-Ansatz des kalten bzw. heißen Kriegsszenarios. Das heißt, ihr befehligt einzelne Einheiten oder Einheitengruppen aus einer RTS-typischen Vogelperspektive. Dabei gilt es im typischen Steinschere-Papier-Prinzip Einheiten passend einzusetzen und mit Taktik und Strategie den Gegner zu besiegen. Dabei wird viel Wert auf Realismus gelegt, sei es bei Panzerungs- und Schadensmechaniken, aber auch der Effektivität des Einsatzes von Waffengattungen gegen passende oder unpassende Ziele. In beiden Spielen sollte man außerdem den Munitionsvorrat seiner Einheiten im Blick behalten und bei Warno zusätzlich ihren Treibstoffvorrat. Beide Werte können mit Unterstützungseinheiten wieder aufgefrischt werden. Regiments und Warno bieten Ingame-Handbücher, die Spielmodi, aber auch Spielmechaniken im Detail erklären. Als Beispiel aus Regiments eine Ungenauigkeitsmalus,
bei Beschuss von Gegnern, wenn dieser vom Typ und Zahl nicht vollständig aufgeklärt ist. Bei der Grafik gibt es meiner Meinung nach große Unterschiede. Wano wirkt freundlicher, die Schlachtfelder sind deutlich größer, das Verhältnis zwischen Umgebungsgröße und Einheitengröße wirkt für mich deutlich realistischer. Die Effekte sind deutlich hübscher und eindrucksvoller, Grafiken sind knackiger und Texturen deutlich schärfer. Regiments hingegen wirkt matschiger, aber auch düsterer. Die Farben sind oft recht bräunlich dunkel, die Effekte nicht so eindrucksvoll wie bei Wano. Das Verhältnis aus Karten und Umgebungsgröße zur Einheitengröße passt meiner Meinung nach nicht hundertprozentig. Dadurch wirken die Karten deutlich kleiner als bei Wano. Auch dass Einheiten einfach durch Gebäude durchfahren, wirkt eher billig, wobei das Spiel ein Schadensmodell an Gebäuden besitzt. Es ist also nicht ganz klar, warum da ein Unterschied vorgenommen wird. Ein großer Pluspunkt besitzt Regiments dann aber doch noch gegenüber Wano. Es gibt Wettereffekte und Tag- und Nachtwechsel zwischen den Phasen der Missionen. Bei einem Spiel, was in diesem Genre einen realistischen Anspruch verfolgt, eigentlich ein absolutes Muss. Hier sollte also Wano definitiv nochmal nachlegen oder ist in der Pflicht, dort entsprechend nachzulegen. Auch wenn Wano noch unfertig ist und noch fehlendem Modi hat, kann man dennoch in den Gefechten deutliche Unterschiede beim Vergleich beider Spiele entdecken. So arbeitet Wano über einen Counter, der einem jede Minute neue Punkte bereitstellt, um neue Einheiten aufs Schlachtfeld zu rufen. Diese Mechanik kennt man zum Beispiel auch aus Steel Division. Solange also noch Einheiten im Divisionsdeck verfügbar sind, kann man diese je nach verfügbaren Einheitenpunkten ins Gefecht rufen. Um die Schlacht für sich zu entscheiden, müssen mit Kommandoeinheiten Gebiete auf der Karte eingenommen und gehalten werden. Ist das Verhältnis aus gehaltenen Punkten im Vergleich zum Gegner besser, also positiv, reduziert man den Punktepool des Gegners und wenn dieser leer ist, gewinnt man die Schlacht. Regiments funktioniert etwas anders. Außerdem muss man zwischen den Einzelschlachten und den Operationen unterscheiden. Ist es bei den Einzelschlachten noch recht ähnlich wie bei Wano? Gebiete müssen eingenommen werden. Durch das Halten sammelt man Punkte und gewinnt, wenn man schneller die Punkte voll hat als die KI. Bei den Operationen ist das anders. Hier geht es in den Phasen nicht zwingend um die Einnahme von Gebieten. Siegpunkte können auch hier durch das Zerstören bestimmter Einheiten gesammelt werden, je nach Auftrag. Auch können bei Regiments nicht aller x Minuten neue Einheiten gerufen werden. Jeder Verband hat eine sehr begrenzte Anzahl an Einheiten. Diese sollte man mit Unterstützungseinheiten am Leben erhalten. Sie können aber zur vollständigen Auffrischung auch aus der Schlacht gezogen werden und nach einer gewissen Zeit erneut gerufen werden. Ist eine Gruppe vollständig zerstört, ist sie für diese Schlacht bzw. für diese Phase verloren. Wird Wano im Laufe einer Schlacht sehr komplex, da im Zweifel immer mehr Einheiten auf dem Schlachtfeld stehen, so ist bei Regiments zu jeder Zeit noch ein Überblick möglich, da die reine Zahl an steuerbaren Einheiten hier viel kleiner ist. Das wird auch dadurch erzeugt, dass bei Wano grundsätzlich Fahrzeuge, Flugzeuge oder Hubschrauber als Einzelfahrzeuge befehligt werden und Infanteriegruppen zusätzlich unabhängig von ihren Transportmitteln befehligt werden. In Regiments befehligt man grundsätzlich Trupps, Gruppen oder Züge und keine einzelnen Fahrzeuge. Außerdem agieren Infanterieeinheiten immer als Zug im Verbund mit ihrem Transportmittel. Zum Beispiel ein Marderzug, der halt entsprechende Infanteristen beinhaltet und können in diesen zu jeder Zeit ein- oder ausgeladen werden. Beide Spiele bieten im Singleplayer die Möglichkeit, die Zeit anzuhalten oder langsamer laufen zu lassen. Zusammengefasst ist bei Wano die Herausforderung des Micromanagements der immer zahlreicher werdenden Einheiten innerhalb einer Schlacht recht hoch und bei Regiments das erfolgreiche Erfüllen der Aufträge mit der noch eingeschränkten Zahl an steuerbaren Einheiten und ihre gattungsmäßiger, korrekter und damit erfolgreicher Einsatz.
Kommen wir zur KI. Wano merkt man an, dass der Fokus mehr auf Multiplayer als auf Singleplayer liegt. Die KI agiert ähnlich wie bei Steel Division, hat meiner Meinung nach aber noch mehr Aussetzer als bei Steel Division. Fakt ist auch, sie ist deutlich besser geworden als zum Start des Early Access. Dennoch kennt die KI oft nur einen Weg und der geht nach vorne. Oder sie steht mit einzelnen Einheiten an Position und bewegt sich über eine gesamte Schlacht gar nicht. Das klingt schlimmer, als es im Gefecht dann ist. Dennoch kann es als reiner Singleplayer-Spieler langfristig nerven. Bei Regiments konnte ich nach ca. 12 Stunden Spielzeit mit der Preview-Version solche Aussetzer nicht beobachten. Die KI agiert durchaus passiv, aber auch aggressiv, der Situation und der Mission angemessen. Kommen wir zu einem abschließenden Fazit. Beide Spiele verfolgen im selben Genre das gleiche Setting und sprechen damit die gleiche Zielgruppe an. Dennoch bieten beide Spiele doch andere Ansätze. Auch sollte man bedenken, dass Wano sich noch im Early Access befindet und ein Ende aktuell da nicht in Sicht ist. Bei Regiments erhält man ein fertiges Spiel zum Release am 16.8. Für diejenigen unter euch, die wenig bis keinen Wert auf Multiplayer legen, ist Regiments sicher die bessere Empfehlung. Auch der Einstieg ist durch die deutlich geringere Zahl an befehligten Einheiten einfacher. Dagegen steht die nicht so hübsche Grafik, wobei der Vorteil von Wetter- und Tag- und Nachtgefechten nicht unerwähnt bleiben sollte. Wer es komplexer mag, die Gefechtsmechaniken vielleicht aus anderen Spielen wie Wargame oder Steel Division 2 bereits kennt, ist mit Wano gut bedient, da perspektivisch Single- und Multiplayer gleichermaßen abgedeckt werden. Trotzdem geht man mit dem Kauf eines Early Access Spiels immer ein gewisses Risiko ein, das aber bei Wano und Eugene Systems als Entwickler überschaubar bleiben sollte. Immerhin hat Eugene schon jahrelang Erfahrung in diesem Genre, wie aber Microprose natürlich auch. Das soll mein Vergleich zwischen diesen beiden Spielen gewesen sein. Ich hoffe, er hat euch gefallen, er hat euch geholfen. Falls ja, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Wenn euch ein Thema gefehlt hat, ergänzt es gerne in den Kommentaren. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer, Namen nicht genannt. Yukon, Carbine, Cortano, Gorwin, Kulle und Game One Fan. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oher.